Eine Erfahrung jenseits der Grenzen. Schmerz und Vergnügen untrennbar. Dies ist die unerzählte Wahrheit über Hellraiser, das Tor zur Hölle. Was verbirgt sich hinter einem Namen? Naja, eine ganze Menge, wenn es sich um einen Film handelt. Stellt euch einfach mal vor, Toy Story hätte Toys in the Hood geheißen, Alien hätte Star Beast geheißen oder Zurück in die Zukunft hätte Spaceman from Pluto geheißen. Denn das wäre fast der Fall gewesen. Wären diese Filme dennoch zu Kassenschlagern und Kritikerlieblingen geworden? Das werden wir nie erfahren. Was wir jedoch wissen ist, dass Hellraiser beinahe Sadomasochisten aus jenseits des Grabes geheißen hätte. Clive Barker erklärte in einem Interview mit Fangoria im Jahre 1987, dass er ursprünglich einen ganz anderen Titel für Hellraiser wollte. Er verriet, die Bildsprache, die wir verwenden, ist, was die Kreaturen aus der Hölle angeht, etwas, das es so noch nicht gegeben hat. Sie sind wie Sadomasochisten aus jenseits des Grabes. Tatsächlich wollte ich das Werk ursprünglich so nennen. Was den Titel betrifft, so ist er sicherlich ein wenig ungewöhnlich und unterscheidet sich deutlich von Das Tor zur Hölle, dem Titel der Novelle, die den Film inspirierte. Doch wenn es jemals einen Gangnamen geben sollte, der die Stimmung, die Pinhead Butterball und der Rest der Zenobiten ausstrahlen, auf den Punkt bringt, dann ist Sadomasochisten aus jenseits des Grabes genau richtig. Neben Leatherface, Michael Myers, Freddy Krueger und Pennywise gehört Pinhead zu den Bösewichten mit hohem Wiedererkennungswert und ist eine ikonische Verkörperung des Horrors der 80er Jahre. Es mag daher überraschen, dass er in dem ersten Hellraiser-Film technisch gesehen kein Bösewicht ist, sondern lediglich ein höllischer Botschafter, der seine Aufgabe äußerst ernst nimmt. Seinem Schöpfer zufolge wird der Name Pinhead der Figur jedoch nicht ganz gerecht. Clive Barker erklärte in einem Interview mit Dread Central, dass es sich bei der Figur um einen Priester der Hölle handelt, der im ursprünglichen Drehbuch namenlos blieb. Allerdings bezeichnete ihn ein Special-Effects-Künstler als Pinhead und das war's dann auch schon. Barker rief sich in Erinnerung, ich dachte nur, Moment mal, du hast gerade meinen Bösewicht Pinhead genannt? Ich fand, das klang nicht sehr würdevoll. Dennoch landete der Name auf dem Drehbuch und er ist einfach hängen geblieben. Who you calling Pinhead? Vor der Veröffentlichung von Hellraiser war niemandem wirklich klar, wie populär der Typ mit den Nägeln im Gesicht einmal werden würde. Der Höllenpriester war nicht einmal das ursprüngliche Aushängeschild für den Film. Der Pinhead-Darsteller Doug Bradley erzählte gegenüber HorrorOnline.com, dass ursprünglich ein gehäuteter Frank das Bild war, welches Poster und Lunchboxen zieren sollte. Irgendwann während der Produktion entschieden sich die Verantwortlichen dafür, dass der Mann mit dem Gittergesicht den Film in die dunkelsten Ecken des öffentlichen Bewusstseins bringen sollte. Bradley erklärte, das Bild ist so originell, so verblüffend. Es ist einfach ein unglaubliches Bild, das sich sehen lassen kann und das hat einen großen Unterschied in der öffentlichen Wahrnehmung des Films bewirkt. Auf einer Ebene ist Hellraiser eine warnende Geschichte darüber, was mit einem neugierigen Menschen passiert, wenn er sich in das Übernatürliche einmischt. In einem anderen Sinne, wenn man über das Häuten des Fleisches, die Schreie, das Gemetzel und den Sadisten mit den Nadeln im Gesicht hinwegsieht, findet man das, was Clive Barker als eine Liebesgeschichte aus jenseits des Grabes bezeichnet hat. Es mag zwar absurd klingen, doch wenn man genauer hinsieht, wird man feststellen, dass Barker nicht ganz Unrecht hat. Der Autor erklärt, dass Frank Cotton durch seine Begierde an einen einsamen Ort geführt wird, an dem er lebendig gehäutet wird und dass es dieselbe Begierde ist, die die Frau seines Bruders, Julia Cotton, ins Verderben führt. Julia versucht, ihren alten Geliebten wiederzubeleben, indem sie ahnungslose Männer abschlachtet, damit Frank sich von deren kostbarem Blut ernähren kann, aber wie Barker betont, tut sie das nicht, weil sie eine Psychopathin ist, sondern sie tut es aus Liebe. Barker betonte in demselben Interview, dass Hellraiser ein intelligenter und populärer Horrorfilm sein sollte, der keine Frauen ausbeutet oder Sensibilitäten manipuliert. Er sagte gegenüber Monsterland, in letzter Zeit gibt es in Horrorfilmen eine allgemeine Tendenz zum Infantilen, ein Wunsch, die Schläge abzumildern. Ich hoffe, dass wir dieses Mal wieder hart sein werden. Seien wir doch mal ehrlich, die Zenobiten sind eine ziemlich auffällige Truppe. Wenn Pinhead und seine Truppe auf einer Party auftauchen würden, würde das sicherlich für Aufsehen sorgen. Ihr Look ist einfach nur höllisch und erinnert mit all dem Leder und den Stiefeln an die schrägste Schockrock-Band, die noch keinen einzigen Gig gespielt hat. Diesen Typen möchte man weder auf einem Friedhof noch in einem SM-Club begegnen, wobei letzterer laut Clive Barker die Inspiration für das charakteristische Aussehen der Zenobiten war. Barker erklärte gegenüber The Guardian, dass sowohl die körperliche als auch die seelische Verfassung der Zenobiten von SM-Clubs inspiriert
inspiriert wurde, die er besucht hatte, insbesondere von einem New Yorker Untergrundclub namens Cell Block 28. Barker verriet, dass es im Cell Block 28 eine Hardcore-SM-Nacht gab, in der weder Alkohol noch Drogen im Spiel waren, sondern nur intensiver Schmerz, Vergnügen und jede Menge Piercings. Er erläuterte: Es war das erste Mal, dass ich sah, wie Leute zum Spaß gepierst wurden. Es war das erste Mal, dass ich sah, wie Blut vergossen wurde. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Barker erklärte, dass der Schritt, die Zenobiten dazu zu bringen, sich auf eine bestimmte Weise zu verhalten und zu kleiden, von der SM-Gemeinschaft positiv aufgenommen wurde und sagte: Ich habe einen Lebensstil bestätigt. Es war eine Feier der Schönheit dieser seltsamen, geheimen Rituale. Nachdem er als Teenager nur ein paar Kurzfilme mit einer Gruppe von Freunden in Liverpool gedreht hatte, war Hellraiser Clive Barkers erste Erfahrung als Regisseur einer größeren Filmproduktion. Zum ersten Mal bei einem Spielfilm Regie zu führen, war eine schwierige Aufgabe, wie er in einem Interview verriet. Ich kannte die Regeln nicht. Ich wusste nicht, wer der Tonmann war. Ich wusste nur, wer der Kameramann war, weil er der Mann hinter der Kamera war. Ich glaube nicht, dass das dem Film letztendlich geschadet hat. Vielleicht war es sogar nützlich, denn ich habe es mir sozusagen im Vorbeigehen ausgedacht. Als Barker jung war, schnappte er sich mit einer Gruppe von Freunden eine 8mm Kamera und drehte zwei Kurzfilme, Salome und The Forbidden, inspiriert von Underground- und Experimentalregisseuren wie Kenneth Anger. Die zukünftigen Kollaborateure von Hellraiser, Doug Bradley und Pete Atkins, waren an der Produktion beteiligt. Barker reflektierte über seine Arbeit mit den Worten: Sie sind technisch extrem krude und ihre Handlungsstränge obskur. Eigentlich finde ich, dass sie eine seltsame Poesie haben. Diese seltsame Poesie sowie die Themen Pakte, Rituale, Killer und Sexualität haben viel mit Hellraiser, wie wir es heute kennen, gemeinsam. Die Rätselkiste in Hellraiser, mit der Frank die Türen zu einer anderen Dimension öffnet, ist ein wesentlicher Bestandteil der übergreifenden Handlung des Franchise. Das seltsam aussehende Gerät, auch als Lamont Configuration bekannt, wurde in Das Tor zur Hölle als eines von mehreren existierenden Geräten beschrieben, die von dem Franzosen Philippe Le Marchand entwickelt wurden. Ein Exemplar soll sicher hinter Schloss und Riegel im Keller des Vatikans liegen, ein anderes soll sich im Besitz des Marquis de Sade während seiner Zeit in der Bastille befunden haben und ein drittes fand seinen Weg in die Hände eines Engländers namens Frank. Let me see. No, don't touch it. It's dangerous. It opens doors. Die Inspiration für die Rätselbox kam von einer unwahrscheinlichen Quelle, Clive Barkers Großvater. Laut einem Interview mit dem Podcast The Geek's Guide to the Galaxy wollte Barker, dass seine Figuren auf eine einzigartige Weise Zugang zur Hölle erhalten. Schließlich erinnerte er sich an eine Kindheitserinnerung in Form einer kunstvollen, hölzernen Puzzleschachtel, die sein Großvater, der Schiffskoch war, aus dem fernen Osten mitgebracht hatte. Barker erinnerte sich, dass er als Kind viel mit der Box gespielt hat. Als er darüber nachdachte, wie seine Figur in Das Tor zur Hölle am besten die Tore der Hölle öffnen könnte, erinnerte er sich an die Schachtel seines Großvaters und so fiel das letzte Stück an seinen Platz. Es nützt nichts, einen Horrorfilm zu drehen, der das Publikum schockieren und verunsichern soll, wenn man dem Soundtrack wenig Aufmerksamkeit schenkt. Denn Musik verleiht einem Film Ambiente, Atmosphäre, Spannung und Schrecken. Kurz gesagt, die Zenobiten können sich den Bildschirm nicht mit einem Disney-Soundtrack teilen, denn das wäre furchtbar unpassend. Vor der Veröffentlichung von Hellraiser lieferte die Industrial Band Coil einen klanglich aufgeladenen Höllen-Soundtrack für den Film von Clive Barker. Der Soundtrack schaffte es jedoch nie in die Endfassung und wurde durch die traditionellere Filmmusik von Christopher Young ersetzt. Barker war mit den Mitgliedern von Coil befreundet und fand, dass deren einzigartiger Sound perfekt zu Hellraiser passen würde. Das Studio war damit nicht einverstanden und entschied offenbar, dass der Soundtrack einfach zu verstörend sei. Jeder, der mit Coils Arbeit aus dieser Zeit vertraut war, wäre nicht überrascht gewesen. Wie Barker selbst einmal sagte: Coil ist die einzige Gruppe, die ich auf Platte gehört habe, deren Platte ich abgenommen habe, weil sie mir den Magen umdrehen. Die Wahrheit darüber, warum Coils Hellraiser Soundtrack nie grünes Licht bekam, ist jedoch viel langweiliger. Stephen Thrower von Coil erzählte gegenüber The Quietus, dass die Produzenten, als Barker sie um mehr Geld für Spezialeffekte bat, etwas in der Art sagten: Wir hätten nicht gedacht, dass der Film so kommerziell sein würde, wie er ist. Dreht die Effektszenen neu und hier ist mehr Geld. Eine Bedingung: Wir wollen, dass unser Mann die Musik macht. Filmsets sind hektische Orte. Jeder hat eine Aufgabe zu erledigen und jeder hetzt hektisch umher und versucht, dem anderen nicht in die Quere zu kommen. Kostümbildner, Kameraleute, Produktionsleiter und Kameramänner. Sie alle tragen ihren Teil dazu bei, dass die Dinge nicht aus dem Ruder laufen.
Am Set von Hellraiser hatten sie auch ihren eigenen Maden- und Kakerlakenbekämpfer, der für Ordnung sorgte. Es war ein seltsamer Job, jedoch ein notwendiger in einem Zeitalter vor CGI, in dem sich jeder die Hände schmutzig machen musste, um etwas Authentisches zu schaffen. In einem Interview mit Film Threat wies Clive Barker darauf hin, dass es weitaus anstrengender war, 14 Stunden am Stück an einem Filmset zu arbeiten und mit 30 verschiedenen Menschen zu tun zu haben, die alle die gleichen wichtigen Aufgaben zu erledigen hatten, als er erwartet hatte. Doch mit den Insekten kam die Erleichterung. Barker schwärmte: Die Momente, die wirklich spannend waren, waren die großen Kakerlaken-Szenen, die ich sehr mochte. Wir hatten einen Kammerjäger. Wir hatten Tupperware, wisst ihr? Den ultimativen Tupperware-Behälter, den Kakerlaken-Tupperware-Behälter im Kühlschrank. Barker erklärte, dass für die Einfuhr besonders großer amerikanischer Schaben in das Vereinigte Königreich spezielle Pässe und Visa erforderlich waren. Die Besatzung konnte nur männliche Kakerlaken einführen, da die Gefahr bestand, dass sie entkommen und sich fortpflanzen könnten. Barker scherzte: Irgendwo beim Zoll gibt es vermutlich einen Kakerlakensexer. Obwohl viele Menschen Hellraiser bei dessen Veröffentlichung lobten, da dieser dem Horrorgenre neues Leben einhauchte, war nicht jeder von Clive Barkers Vision überzeugt. Der berühmte Filmkritiker Roger Ebert bewertete Hellraiser mit nur einem halben Stern und bezeichnete ihn als langweiligen Schwindel. Er schrieb, etwas boshaft: Das ist einer dieser Filme, die man mit wachsendem Grauen ansieht, weil die Angst in einem wächst, dass er abendfüllend sein wird. Auch von der Fortsetzung hielt er nicht viel, was er in seiner Fernsehsendung deutlich machte. The problem here is that there was no discernible beginning, middle or end to this nightmare, just a series of disconnected and gruesome scenes. Und es kommt noch schlimmer, denn Ebert stellte die Beweggründe der Zuschauer in Frage, sich den Film überhaupt anzusehen. Seiner Meinung nach enthielt Hellraiser keine Überraschungen oder emotionales Engagement und ließ jeglichen Witz oder Flair vermissen. Interessanterweise schien Eberts harsches Urteil über den Film der Startschuss für einen Krieg zwischen dem legendären Kritiker und Clive Barker zu sein, wie auf Eberts eigener Website zu lesen ist. Jahre nach der Veröffentlichung von Hellraiser stellte Barker den Kritiker zur Rede, weil er die umstrittene Behauptung aufgestellt hatte, dass Videospiele niemals Kunst sein können. Barker bezeichnete Ebert als voreingenommen und nannte ihn einen, Zitat, aufgeblasenen, arroganten alten Mann. Inwieweit Eberts berühmt-berüchtigte Kritik an Hellraiser Barkers vernichtende Worte beeinflusst hat, werden wir nie erfahren, doch so wie Kritik immer subjektiv ist, vergisst ein Künstler niemals eine schlechte Kritik. Stellt euch Pinhead und Michael Myers in einem filmischen Crossover nach dem Vorbild von Freddy vs. Jason oder Alien vs. Predator vor. Und dann stellt es euch noch weiter vor, denn es wird nie passieren. Allerdings wäre es beinahe dazu gekommen. Obwohl es wahrscheinlich nicht viel Smalltalk zwischen dem Oberzenobiten und dem maskierten Mörder gegeben hätte, war Hellraiser vs. Halloween dennoch eine vielversprechende Prämisse. Paul Kanes Buch The Hellraiser Films and Their Legacy enthüllt, dass der Filmemacher Dave Parker, einst Dimension Films, die Idee eines Crossover-Events unterbreitete. Parker brauchte einen Weg, um die beiden Bösewichte für einen Kampf zusammenzubringen, also dachte er sich eine Ursprungsgeschichte aus, in der Myers als Kind Süßes oder Saures spielt und von einem Fremden in schwarzen Stiefeln eine geheimnisvolle Schachtel erhält. Als er sie öffnet, ergreift der Herr der Toten von Myers Körper Besitz und geht auf eine Mordserie los. Da er von einem dämonischen Wesen besessen ist, kann Myers nicht getötet werden, bis Pinhead Jahre später auftaucht. Von da an ist das Spiel eröffnet. Dimension war derart begeistert, dass sie sich sowohl an Clive Barker als auch an John Carpenter wandten und den 31. Oktober 2004 als Veröffentlichungstermin festlegte. Aber nicht nur die Besitzer der Halloween-Filmrechte haben die Idee in den Schatten gestellt, sondern eine Umfrage auf der offiziellen Halloween-Webseite ergab, dass die Mehrheit der Fans den Film nicht wollte. Also wurde er nicht gedreht. Eines der beunruhigendsten Dinge an den Zenobiten, abgesehen von ihrem unstillbaren Verlangen, Schmerzen zuzufügen, ist ihr beunruhigendes Schweigen. Unveränderlicher Augenkontakt mit unlesbarer, jedoch intensiver Mimik kombiniert mit der Kunst, den gesamten Körper extrem ruhig zu halten, ist der Inbegriff psychologischer Einschüchterung. Die Zenobiten sind offensichtlich Meister darin. Mit Ausnahme von Pinhead, der nicht gerade gesprächig ist, sind die übrigen Zenobiten in Hellraiser ein ziemlich stummer Haufen. Und selbst der Schwätzer ist nicht gerade ein Plappermaul. Insgesamt ist Pinhead im Originalfilm nur 8 Minuten lang zu sehen und hat nicht viel Text. Daher ist es kein Wunder, dass Doug Bradley in Kombination mit dem industriellen Make-up der Meinung war, dass man ihn in der Rolle nicht wiedererkennen würde. In einem Interview mit The Guardian erklärte Bradley, dass ihm sowohl die Rolle des Pinhead als auch die kleine Rolle eines fahrenden Mannes angeboten wurde. Er hatte Bedenken, ein stark geschminktes Monster zu spielen, und sagte: Da Hellraiser mein erster Film war, dachte ich, es wäre eine gute Idee, als ich selbst auf der Leinwand zu sein.
Doch es war nur ein kurzes Gespräch. Ich hatte keinen Zweifel daran, dass dieser namenlose Mann mit den Stecknadeln im Kopf ein gewisses je ne sais quoi hatte, das ein Matratzenlieferant nicht hatte. Als Bradley sich zum ersten Mal als Pinhead im Spiegel sah, wusste er, dass er die richtige Entscheidung getroffen hatte. Er fuhr fort: Ich hatte ein Gefühl der Erhabenheit. Seine Drohung ist implizit. Seht, was ich mir selbst angetan habe. Nun stellt euch vor, was ich euch antun kann. Trick us again, child. Your suffering will be legendary, even in hell.